Jemand gibt mir einen kartesischen Koordinatenpunkt, ja, x, y, und jemand anderes fragt mich, wie sieht es eigentlich in Polarkoordinaten aus? Also, wie erreiche ich den vorgegebenen Punkt, ja, in Polarkoordinaten? Also R und Phi sind hier die Fragezeichen. Um das soll es gehen. Jemand gibt mir einen Punkt in kartesischen Koordinaten vor und ich soll ja die Koordinaten bezüglich dieses Polarkoordinatensystems finden. R und Phi. Ja. Okay. Wir fangen mit Phi an. Also, dazu muss ich wissen, welches Phi ich verwenden soll, wenn ich zum Beispiel im ersten Quadranten bin. Ja? Also, hier ist der erste Quadrant, der zweite, der dritte und der vierte. Ja? Also, welches Phi ist hier wohl am naheliegendsten? Naja, ich setze mal den Tangens von Phi gleich, naja, Gegenkathete durch Ankathete, y durch x. So, auf beiden Seiten den Arcus-Tangens. Dann habe ich da stehen, auf der linken Seite Arcus-Tangens von Tangens Phi ist gleich Arcus-Tangens von diesen Quotienten. So, hier Umkehrfunktion auf Funktion ergibt das Argument, was in der Funktion steht, nämlich meinen Winkel Phi. Die Frage ist, kann ich hier in diesen Quotienten alles einsetzen? Ja. Man sieht, dass x darf hier nicht 0 werden, ja? Sonst ist das Ganze nicht definiert. Es rührt daher, dass der Arcus-Tangens etwas unschön verläuft, den schauen wir uns dann gleich mal an in der Skizze, aber unsere relevanten Bereiche sind jetzt für x 0 ausgeschlossen und naja, dann kann mein x auf der x-Achse in die Unendlichkeit gehen. Das ist kein Problem. Wie schaut es aus mit meinem y? Der y von 0 ausgeschlossen, sage ich gleich was dazu, und das kann auch mal nach oben gehen. Ja, soll heißen, wir sind jetzt hier im ersten Quadranten. Mein y lasse ich in die Unendlichkeit. Ja? Mein x lasse ich in die Unendlichkeit. Aber beide sollen nicht 0 werden, weil es ist verständlich, dass wenn ich den Nullpunkt hier, wenn mir jemand den Nullpunkt gibt in Koordinatendarstellung und mich nach dem Winkel fragt, naja, dann gebe ich ihm den Winkel 0. Ja? Okay. Also, zurück zu dieser Beziehung Phi ist gleich Arcus Tangens von y durch x. Ja? Also der Arcus Tangens ist bei Pi halbe, was hier für mein Phi zutreffen würde. Hier wäre ja x 0. Ja? Und gleichzeitig würde das bedeuten, Phi ist Pi halbe, also 90 Grad. Wenn ich Phi hier um 90 Grad drehe, ja, dann bin ich wohl hier oben und dann ist meine kartesische Koordinate x gleich 0. Ja, so muss man das verstehen. Aber warum macht es hier Probleme? Naja, mein Arcus-Tangens, der verläuft so. Ich habe hier eine Asymptote, und zwar bei Pi halbe plus und bei minus Pi halbe. Und hier liegt der Funktionsgraph meines Arcus-Tangens drin. Ja, man sieht, er trifft niemals diesen Funktionswert, egal wie weit meine x-Werte in die Unendlichkeit abdriften, ja, er wird es nie erreichen. Sprich, diese zwei Geraden parallel zu dieser x-Achse sind Asymptoten und die schneiden meine y-Achse bei ja, plus Pi halbe und minus Pi halbe. Folglich ist diese Funktion f von x gleich Arcus Tangens von x bei ja, minus Pi halbe und Pi halbe nicht definiert, deswegen die Grenzen ausgeschlossen. Deswegen darf ich hier auch kein x0 setzen. Ja? Ja, wenn ich hier ein x0 setze, bedeutet das, ich bin bei Phi gleich Pi halbe und dann gibt es hier Probleme. Ja?
Irgendwas im Zähler durch 0 ist nicht definiert. Daraus lässt sich aber etwas Interessantes schließen. Wenn ich einen Punkt in kartesischen Koordinaten habe, x, y, ja, im Bereich, das ist jetzt wichtig, im Bereich x0 und y größer 0, hoppla, größer 0, ja, dann kann ich denjenigen den Winkel sofort angeben. Ja, der ist Pi halbe. Ja. Ja, wenn der Arcus Tangens diesen Funktionswert nicht annimmt, aber ich brauche natürlich irgendeinen Winkel in Polarkoordinaten. Ja, es ist natürlich möglich, dass so ein ja, Punkt in kartesischen Koordinaten gegeben ist. Dann brauche ich einen Winkel. Wenn der Arcus Tangens mir den nicht geben will, dann setze ich ihn einfach. Und somit haben wir die erste Definition für den Winkel für einen Bereich, für einen Teilbereich. Nämlich, ich setze plus Pi halbe für, also wenn x in meinen Punkt in kartesischen Koordinaten angegeben 0 ist und y größer 0. Okay, wie sieht es aus mit dem Rest? Also der erste Quadrant, wie schaut der aus? Ja, ich bin jetzt hier in dem Bereich. So, ich schaue mir hier jetzt dieses Dreieck an. 1 in x und 1 in y. Ja, dann habe ich hier natürlich aufgrund der Wahl Phi gleich 45 Grad. Ja. Wenn Arcus Tangens ja, hier stimmen soll, dann muss der mir jetzt natürlich den Winkel 45 Grad ausliefern. Und das macht er auch. Denn wenn ich hier 1 setze 1 durch 1, ergibt das ist nichts anderes als 45 Grad. Ja. Für beispielsweise ja, so einen Winkel 1 und 3 liefert mir dann der Arcus Tangens näherungsweise 18,4 Grad. Ja. Ja, für y gleich 0 und x gleich 2 liefert mir der Arcus Tangens, naja, wenn ich das hier einsetze, wir erinnern uns, hier war x und y, y kann 0 werden, ja, dann habe ich hier 0 durch 2, ja, Arcus Tangens von 0 ist 0, ja, das geht auch in Ordnung. Das heißt, im Bereich von x größer 0 und y größer gleich 0, da kann ich diese Formel verwenden. Somit haben wir einen weiteren Bereich hier abgedeckt, nämlich Phi erweitert sich. Ich habe einmal plus Pi halbe zu setzen für x gleich 0 und y größer gleich 0. Anmerkung. Hier steht in der ersten Zeile für plus Pi halbe, dass das gelten soll für x gleich 0 und y größer gleich 0. Wir müssen hier das korrigieren, das ist natürlich nicht richtig. Wir müssen hier fordern, dass y strikt größer 0 sein soll, weil wenn ich hier y gleich 0 auch zulassen würde, würde das bedeuten, der Ursprung ist mit drin, aber für den Ursprung definieren wir selbstverständlicherweise Phi 0. Ja? Also das bitte beachten. Wir müssen hier ein strikt größer fordern und jetzt geht es weiter mit dem Video. Ich habe Arcus Tangens von y plus x zu rechnen, wenn x größer 0 und y größer gleich 0 ist. Ja, das bezieht sich natürlich auf einen Punkt gegeben in kartesischen Koordinaten. Hier könnte meinetwegen stehen 5, ja, dann bin ich hier drin und hier könnte stehen 0. Ja. Okay. Also. Beim zweiten Quadranten, was passiert da Schönes? Also hier, ja, da baue ich wieder mal mein Dreieck rein. Wieder mit x, also minus x ist, also hier wäre ja minus 1 und hier wäre 1. So, und dann geht es natürlich im mathematisch positiven Drehsinn, ne? Das ist wichtig. Das ist so definiert, wir schauen den Winkel an, ja. Der Winkel und der ist natürlich jetzt aufgrund der Wahl von meinem Dreieck wieder Phi 135 Grad. Ja?
Der Arcus Tangens macht hier an der Stelle Probleme. Ja? Der liefert mir nicht diesen Winkel. Arcus Tangens, wenn ich für minus 1 den berechnen will, ja? Also 1 durch minus 1 ist minus 1, dann habe ich hier minus 45 Grad. Also er liefert mir hier in die Richtung, also diesen negativen Winkel. Ja, das kann man in der Art und Weise beheben. Warum ist das überhaupt so? Ja, das können wir uns vielleicht auch mal anschauen. Also hier ist der Arcus Tangens, der Graphenverlauf wieder. Ich habe hier minus 1, hier ist ja meine positive x-Achse, hier ist y. Das ist der Funktionsgraph von meinem Arcus Tangens. So, und dann, wenn ich hier schaue, bin ich ja im negativen Bereich. Ja? Okay, wir müssen aber gegen die Uhr drehen. Das ist nach Definition so. Die mathematisch positive Drehrichtung ist entgegen der Uhr. Ja? Hat man sich eben darauf geeinigt. Und dann muss ich eben 180 Grad dazu addieren, dass es passt. Ja? Arcus Tangens von minus 1 plus 180 Grad oder im Bogenmaß, sage ich gleich mal was dazu, plus Pi ist 3 Viertel Pi. Oder wenn ich im Gradmaß rechne, entspricht es dann 135 Grad. Genau das, was wir hier brauchen. Ne? Okay, jetzt mal was zum Gradmaß und Bogenmaß. Ja? Das ist ein Hinweis. Man kann die beiden Rechnungen hier Arcus Tangens von minus 1 sowohl im Gradmaß als auch im Bogenmaß durchrechnen. Ja? Wenn ich das Ganze im Bogenmaß haben will, dann muss ich den Taschenrechner auf Radiant stellen. Ja? Dann liefert mir diese Rechnung hier ja ein Ergebnis von Pi mal 3 Viertel. 3 Viertel Pi. Und wenn ich das Gradmaß haben will, ich schreibe das mal schöner, dann ist es meistens so, dass man das Pi hinter die Zahl stellt, aber ist eigentlich egal. 3 Viertel Pi. So, wenn ich das im Gradmaß haben will, dann muss ich den Taschenrechner auf Degree, auf Deck stellen. So, und dann kann ich die Rechnung auch durchführen. Und die liefert mir dann 135 Grad. Ja? Also einmal im Bogenmaß, einmal im Gradmaß. Das wollte ich nur mal noch als Hinweis geben. Also dies gilt im zweiten Quadranten. Ja? Jetzt sind wir wieder weiter. Anmerkung, das Ergebnis hier, ja, das habe ich jetzt fast verschlafen, dieser Arcus Tangens von minus 1, da ist ja das Ergebnis 3 Viertel Pi angegeben. Das ist natürlich für unsere Rechnung gesehen plus Pi dazu, ja, dann ist es 3 Viertel Pi. Ja. Bis hierher wäre es ja nur minus 1 Viertel Pi. Ja. Okay, das nur noch mal zum Hinweis, um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Also im Video ist hier jeweils dieses Ergebnis angegeben und da steht dieses Pi nicht dabei. Und das ist streng genommen ja falsch. Also schreiben wir das hier noch dazu und dann dürfte das kein Problem sein. Also im Gradmaß natürlich plus 180 Grad. Okay. Jetzt geht's weiter. Soll heißen, wenn jemand mir, ja, oder jemand von mir wissen will, wie der Punkt meinetwegen minus 1 und 0 ausschaut, dann bin ich ja in dem Bereich. Ja, hoppla. Ja, dann rechne ich den Winkel so aus. Okay, jetzt können wir unsere Definition wieder erweitern. Phi ist dann nichts anderes als, ja, hoppla, es geht schöner, Pi halbe für x gleich 0 und y größer gleich 0. Ich rechne Arcus Tangens y durch x für x größer 0 und y größer gleich 0. Ich rechne Arcus Tangens y durch x, wenn, Entschuldigung, plus Pi, haben wir ja uns gerade überlegt, wenn x kleiner 0 und y größer gleich 0 ist.
Was ist mit dem dritten Quadranten? Also wenn ich hier unten bin, nehmen wir wieder mein Dreieck, minus 1, minus 1. Hier macht der Arkustangens Probleme, denn wir bräuchten hier eigentlich also 180 Grad einmal plus die 45 Grad ergibt 225 Grad. Ja? Das bräuchte man, aber der Arkustangens, der liefert mir hier 45 Grad, denn er unterscheidet den Quotient minus 1 durch minus 1 nicht von dem Quotienten 1 durch 1. Ja? Die liefern mir beide 45 Grad. Wie kann ich Abhilfe schaffen? Ich addiere wieder 180 Grad dazu oder im Bogenmaß, ja, plus Pi. Ja, das können wir uns vielleicht mal anschauen. Wenn wir meinetwegen einen Winkel von 195 Grad erreichen wollen, ja, dann habe ich ja hier den dritten Quadranten. Dann bin ich hier bei, ja, einem Dreieck mit dem Winkel 15 Grad. Ja. Diese Kathete hier, die ist nichts anderes als 5 mal Wurzel 6 minus 5 mal Wurzel 2. Diese Kathete hier, also die Ankathete, wenn hier der rechte Winkel ist, ist 5 Wurzel 6 minus 5 Wurzel 2. So, wenn ich jetzt den Arkustangens hier bemühe, dann habe ich hier minus, ja, hoppla, 5 Wurzel 6 minus 5 Wurzel 2 durch 5 Wurzel 6. Der eine ist plus, Entschuldigung, der ist plus 5 Wurzel 2. So, beides mal minus. Ja. Also das wird dann zu plus. Und dann habe ich hier doch 15 Grad, ja, wenn ich das ausrechne. So, ja gut, plus 180 Grad dazu. Ja, dann habe ich den hier. Genauso soll es ja sein. Wir brauchen die 195. Okay, also sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Wir können unser Phi weiter definieren, nämlich für den dritten Quadranten. Jetzt haben wir es insoweit. Phi ist gleich, so geschweifte Klammer. Ich setze Pi halbe für x0 und y größer gleich 0. Ich rechne Arkustangens von y durch x, wenn die x-Koordinate größer als 0 und die y-Koordinate größer gleich 0 ist von meinem Punkt. Ja. Ich rechne Arkustangens y durch x für, nee, plus Pi für x kleiner 0 und y größer gleich 0. So, und jetzt kommt der dritte Quadrant dazu, den wir uns jetzt überlegt haben. Da addiere ich auch Pi dazu für x kleiner 0 und y kleiner 0. So, jetzt fehlt noch der vierte Quadrant. Also der vierte Quadrant hier in dem Bereich. Wie schaut es dann aus? Ich habe wieder mein Dreieck und jetzt habe ich hier plus 1. Ich gehe in die positive x-Richtung und hier bin ich bei minus 1. Ich gehe in die negative y-Richtung. Okay. Was müsste ich dann für einen Bereich betrachten? X kleiner 0 und y kleiner 0. Der Bereich ist jetzt für mich interessant, um den vierten Quadranten hier zu berücksichtigen. Der Winkel Phi ist wieder interessant. Und die Frage ist, ja, was macht mein Arkustangens hier? Ja, wenn ich hier minus 1 und 1 einsetze, liefert er mir minus 45 Grad. Das ist ein Problem. Ja? Also hier stimmt die Rechnung auch nicht im Bereich. Hoppla. Müssen wir hier korrigieren. Im Bereich x größer 0. Ja, wir sind ja hier zu Hause. Und y kleiner 0 hier. Denn er liefert mir hier minus 45 Grad, also er liefert mir den Winkel hier. Er dreht wieder im Uhrzeigersinn. Ja, aber die mathematisch positive Drehrichtung ist gegen den Uhrzeigersinn definiert, also muss ich hier 2 Pi dazu addieren und dann passt's. Ja? Also addiere ich hier 2 Pi dazu oder alternativ 360 Grad. Ja?
Ja, jetzt haben wir das Ganze insoweit erweitert, dass jetzt nur noch eine Stelle fehlt. Und dann können wir es abschließen, dann haben wir phi definiert. X ist 0 und y kleiner 0. Was ist da? Ja, schauen wir uns mal den Arcus Tangens nochmal an. Y x, und der liegt ja so drin. So, und das Problem ist hier, ne? Hier unten, hier ist minus Pi halbe. Und, naja, da hinten gibt es Probleme. Er erreicht den Funktionswert nicht. Naja, wenn der Arcus Tangens hier Probleme macht, dann setze ich doch einfach minus Pi halbe, wenn mir einer einen Punkt hier aus dem Bereich hier gibt, einen Punkt in kartesischen Koordinaten. Ja, so heißen für alle Punkte, ja, x, y. Ja, wobei x und y kartesische Koordinaten sind. Ja, soll heißen, ich kann es jetzt mal unüblich schreiben, 0 muss x sein und ja, y irgendwas kleiner 0. Ja, wenn so ein Punkt auf mich, oder wenn jemand so einen Punkt wissen will von mir in Polarkoordinaten, dann setze ich einfach schon mal für phi minus pi halbe, weil der Arcus Tangens will der nicht rechnen. Und jetzt sind wir fertig mit der Definition von phi. Also phi ist nichts anderes als so. Ich setze Pi halbe für x gleich 0 und y größer 0. Ich rechne Arcus Tangens y durch x für x größer 0 und y größer gleich 0. Ich rechne Arcus Tangens y durch x für plus schon wieder. Plus Pi für x kleiner 0 und y größer gleich 0. Ich rechne ebenfalls Arcus Tangens y durch x plus Pi für x kleiner 0 und y kleiner 0. Und jetzt den vierten Quadranten. Ich rechne Arcus Tangens y durch x plus 2 Pi für x größer 0 und y kleiner 0. Ich setze minus Pi halbe für x gleich 0 und y kleiner 0. Und, müssen wir noch erweitern, ich setze Phi 0 für x gleich 0 und y gleich 0. So, und jetzt haben wir die ganze, ja, Ebene, den ganzen R2 abgedeckt schon, also bezüglich dieser Variable. Ja. Es fehlt noch eine, ja, die Variable R, aber die geht schnell. Also wir haben ja einen Punkt in Polarkoordinaten in der Form, die haben wir jetzt definiert. Ja? Und die Verbindung von R zu den kartesischen Koordinaten ist einfach. Denn egal wo mein R jetzt ist, ne? Wenn das mein R ist, wenn das mein R ist, wenn das mein R ist. Also in jedem Quadranten kann mein R sein. Aber x und y ist stets gleich, ja, den zum Beispiel im ersten Quadranten bekomme ich, ja, indem ich den Betrag rechne. Wurzel über x Quadrat plus y Quadrat ist dann die Länge von diesem Vektor, wenn man so will, ja, von diesem Ortsvektor. Ja, gut, das war's. Das ist die Umrechnung. R, die Variable, die vorkommt bei meinen Polarkoordinaten, bekomme ich über Wurzel über x Quadrat plus y Quadrat. Phi haben wir definiert, ja. Mal zurückspulen. Und jetzt kann ich einen Ortsvektor angegeben in ja, kartesischen Koordinaten. Ja, der Ortsvektor könnte ja die Position eines Punktes, den gibt man immer so an, beschreiben. Den kann ich jetzt umrechnen oder da kann ich jetzt die Variablen r und phi angeben, sprich die Polarkoordinaten. So, das war's mal.